Der 8. Dezember, der heutige Tag, ist traditionell der Tag, an dem in St. Pauls die Gedenkfeier für Sepp Kerschbaumer über die Bühne geht. Mit dabei die bewährten Hauptdarsteller, der Südtiroler Heimatbund, der Schützenbund und die Südtiroler Freiheit, die damit gemeinsam jedes Jahr auch an die Südtiroler Attentäter erinnern. Sepp Kerschbaumer, der Kopf des Befreiungsausschusses, war am 7. Dezember 1964 im Gefängnis von Verona gestorben. Weit über 20.000 Tiroler hatten ihm damals das letzte Geleit gegeben. 47 Jahre danach, jedes Jahr an seinem Todestag, die Gedenkmesse im Dom von St. Pauls. Anschließend bewegte sich der lange Zug zum Ortsfriedhof, wo die Eppaner Historikerin und Autorin Margaret Luhn die Trauerrede hielt. 50 Jahre sind seit der Feuernacht vergangen. 50 Jahre ist es her, dass engagierte, mutige, vielleicht auch wagemutige Menschen in ganz Südtirol Masten gesprengt und damit Geschichte geschrieben haben. Ja, wer konnte damals schon ahnen, mit welchen unglaublichen, ja übermenschlichen Opfern dieser Freiheitskampf letztendlich verbunden sein würde. Einige bezahlten diesen Kampf sogar mit ihrem Leben. Sepp Kerschbaumer stand mit weiteren 90 Südtiroler Freiheitskämpfern am 9. Dezember 1963 in Mailand vor Gericht. Im ersten Mailänder Sprengstoffprozess war er zu knapp 16 Jahren Haft verurteilt worden. An die Adresse Österreichs gerichtet die unmissverständliche Aufforderung des Heimatbundes, den Südtirolern die Doppelstaatsbürgerschaft zu gewähren. Wenn wir noch immer gegen unseren Willen unter jenem Staat leben müssen, wo die Zitronen blühen und dieser sich anschickt, uns wie Zitronen wirtschaftlich auszupressen, so würde uns ein österreichischer Pass zumindest bestätigen, dass wir trotz allem zu leben, zu Mitteleuropa gehören. Letzte Ehrerbietung vor dem Grab Kerschbaumers. Bis zum nächsten Jahr.